Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Mittwoch. Genau, muss ich überlegen. Ja, heute ist Mittwoch, heute ist der letzte Schultag. Die Kinder sind gleich da, sie haben ihre Zeugnisse bekommen. Und ja, endlich, weil diese Frühaufsteherei ist ein bisschen anstrengend gewesen. Weil meistens wird die Kleine jetzt so um 5 Uhr wach, dann schlafe ich wieder ein, dann muss ich wieder halt aufstehen wegen Lukas. Und ihn fertig machen. Selina macht ja alles alleine mit Wecker und alles, aber Lukas kriegt das noch nicht hin. Deswegen, ja, bin ich froh, dass jetzt Ferien sind und heute ist richtig heiß. Ich habe schon die Rollos hier runtergemacht. Die Kleine schläft gerade. Ich habe mich ein bisschen zurecht gemacht. Meine Haare sind mega, mega trocken. Ich habe es schon im letzten Video gesehen. Ich habe jetzt gestern so eine Haarkur reingemacht. Das bringt aber nicht viel, aber naja, ist geil. Es gibt jetzt wichtigere Sachen für mich. Und ich habe jetzt das Bad sauber gemacht. Ich habe hier mir schon eine Tüte bereitgelegt, denn ich möchte heute. Ich möchte nämlich heute die Klamotten von Lukas aussortieren und Selina und auf den, ja, in den Container schmeißen und nur die schönen behalten, also die richtig schönen behalten. Und ich habe ja damals so Säcke gekauft für unters Bett, so da, wo man eigentlich so Anzüge reinhängt. Ja, die möchte ich jetzt wegschmeißen, weil mich nervt das mit den Säcken da. Und wenn ich das Staub zeige, dann rutschen die hin und her und gucken raus. Und nee, ja, habe ich mir gedacht, dass ich bei Action Kisten hole und die Klamotten dann in die Kisten tue. Dann sieht es auch ordentlicher aus. Und da kann ich die Kisten auch unten in den zweiten Keller oder in den kleineren Keller rein stapeln. Und dann steht da oben nichts im Weg, wenn ich Staub sauge unterm Bett und guckt nichts raus. Genau, so was noch. Gestern habe ich leider nicht gefilmt, denn gestern war nichts los. Ich möchte euch auch nicht langweilen. Ich war gestern nur kurz beim Steuerberater und ich war ganz alleine. Ja, das war richtig schwer für mich, muss ich sagen. Der Roy hat auf die Kleine aufgepasst und musste mir jede 10 Minuten ein Foto schicken von der Kleinen, weil ich, ja, das ist echt übel, wenn man so zum ersten Mal irgendwie, ja, wegfährt ohne sein Baby. Und ja. Ich habe es überlebt, aber es war echt schlimm, muss ich sagen. Ja, die Kleine schläft jetzt gerade. Oh Gott, es ist warm. Ich traue mich aber hier nicht aufzumachen, weil es sieht. Ich bin verschwitzt, weil ich gerade alles geputzt habe und 100 Mal runtergelaufen bin und Zeug runtergebracht habe. Hier auf dem Tisch sieht es immer so voll aus. Hier sind die ganzen Süßigkeiten. Hier stehen Trauben und hier steht das Zeug für die Kleine, wenn ich. Hier steht die Pumpe, wenn ich abgepumpt habe, dass ich da alles reinmache. Ja, Mausi schläft. Ist ganz lieb. Ja, hier ist schon mal ein Stapel von Lukas. Das kommt alles in den Altkleidercontainer. Da behalte ich nichts von. Und ja, dann mache ich halt weiter, wenn ich mir die Säcke runtergeholt habe. Also Lukas ist echt mega gewachsen in den letzten Wochen. Das ist echt der Hammer. Ist alles zu klein. Hallo! Selina ist jetzt da und sie hat eine Überraschung sogar. Schaut mal, also Zeugnis liegt hier. Und sie hat eine Belobigung bekommen. Das heißt, sie ist eine der besten in ihrer Klasse. Wow. 2,1. Also, die Klugheit hat sie von mir. Auf jeden Fall. Super, prima. Ich bin echt mega stolz. Hammer. Alles zwei. Eine drei und Zwei, eine drei. eins. Zwei, drei. Ach, zwei, drei. Religion, ihr hasst mich so richtig. Ja. Und Mathe. Ich hasse Mathe. Ich auch. Ich hatte, glaube ich, eine fünf. Egal. So, ich habe jetzt oben Staub gesaugt. Es ist so warm da oben. Ich schwitze. Und jetzt habe ich die Säcke hier runtergebracht und jetzt werde ich die sortieren. Puh. So, muss man unterbrechen beim Kochen. Mausi hatte nämlich auch Hunger. Zum hat sie Bäuchen gemacht. Ja. Oh. Alles gut, mein Schatz. Lukas ist jetzt auch da. Ist gleich sein Zeugnis. Mal gucken, wie das Zeugnis ist. Und wo ist sein Zeugnis? Keine Ahnung. Er hat gesagt, er hat selber noch nicht angeguckt. Was? Okay. Naja, da liegt der Berg. Machen wir gleich weiter mit den Klamotten. Die Kleine schläft. Ja.
eine Schülerin sagt von uns, die macht die Sachen, also die Arbeitsplätze und so, macht die in den Kamin und brennt sie an. Marie hat das auch gesagt. Sie so, oh je, ein neues Brennholz. Naja, eure Schulranzen könnt ihr auch in den Müll schmeißen. Ja. Die machen wir auch dann weg. Neu. Ja, wir wechseln uns jetzt ab. Tschüss. Tschüss. Selina geht hoch zu klein und ich koche hier weiter. Ja, Fischstäbchen. Kartoffelpüree ist schon fertig. Ist es schon an? Hast du es schon angemacht? Ja. Ja. Okay. Na dann. Und Spinat dazu. So, was ich unbedingt heute trinken muss, sind meine Vitamine. Denn ich habe es gestern vergessen und ich war auch richtig müde heute. Das ist echt der Hammer und gestern Abend. Oh, ich sag's euch. Ja, jetzt nach der Schwangerschaft trinke ich das mit normalem Wasser. Übrigens habe ich letztes Mal nicht so schöne Nachrichten bekommen von manchen von meinen Zuschauern leider. Ja, ich war ehrlich gesagt richtig traurig, weil ja, ich mir so vorkam, wie als würde ich irgendwie, wäre ich irgendeine Lügnerin, weil ihr wisst, ich habe die Vitamine schon lange genommen, bevor ich Teampartnerin geworden bin von den Vitaminen, weil ich einfach so überzeugt bin davon und mir es einfach gut geht nach den Vitaminen. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht nötig, euch irgendwelche Geschichten zu erzählen. Meine Teampartnerinnen sind sowas unzufrieden. Ich habe sogar gestern ein Foto von bekommen von einer Teampartnerin, wo die Neurodermitis fast weg ist. Und ja, ich bin mega begeistert und freue mich so sehr für sie, dass es bei ihr auch so geholfen hat. Ja, ich finde, bevor man urteilt und was dazu schreibt, sollte man das wirklich selber ausprobieren. Und dann kann man immer noch sagen, dass es scheiße ist. Und wie gesagt, man kann die Vitamine 30 Tage testen, kostenlos. Beziehungsweise man kann die testen, wenn sie einem nicht helfen, kriegt man sein Geld zurück. Und ja, da kann man einfach nichts falsch machen. Und das alles tun, was der Körper braucht. Also ich meine, mir tut's mega gut. Ich bin froh, dass ich es habe. Doch. Ja, soll ich sie nehmen? Ja. So, fertig. Also die drei Säcke kommen in Altkleider und die behalten wir. Da müssen wir dann bei Action Kisten holen. Jo, geschafft. Ich wollte euch mal zeigen, ich habe nämlich gestern hier Kuchen gebacken. Und ja, der ist sehr lecker. Wolkenkuchen. Einer meiner Lieblingskuchen. Und hier steht jetzt auch noch bisschen von dem Essen. Die liebe Susanne hat gefragt, wie Papa den Eistee aus seiner Kindheit gemacht hat. Der hatte nämlich hier so ein Teegetränk, Zitronengeschmack. Und genau damit machen wir manchmal ganze Kannen und Gläser oder mit Eiswürfeln. Ich weiß gerade nicht, ob wir Eiswürfel drin haben hinten. So, ich trinke jetzt ein Cappuccino. Und wenn der Roll kommt, passt er auf die Kleine auf, die Stift nehme ich gerade. Dann möchte ich noch Grünzeug zupfen vom Eingang. Da wachsen Büsche aus diesen, wie heißt dieser Boden? Nicht Kacheln, wie heißen das? Na, ihr wisst ja, diese Steine da, diese Pflastersteine, ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wächst da dazwischen Grünzeug, was über einen Meter hoch ist. Deswegen will ich das heute mal zupfen. Und falls ihr einen Tipp habt, was man da dazwischen sprühen kann oder keine Ahnung, was machen kann, dass es nicht mehr wächst, also in die Kommentare bitte her damit, weil das ist echt nervig. Übrigens, Lukas zeigt sein Zeugnis nicht, denn er schämt sich für seine Note in Mathe. Aber ich glaube, das hat er von mir. Aber ich muss sagen, sein Zeugnis ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Also, es geht eigentlich. Guck mal, wie süß. Ich schläfte mal ein beim Trinken. Es ist gerade eben hier ein Paket angekommen und ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Ich glaube, es wird mein Geburtstag. Wer weiß. Schön für mich. Auf jeden Fall. Ich suche mal in der Tasche. Da ist die. Der Roy ist jetzt da. Guckt jetzt nach der Kleinen und ich werde jetzt mich hier an die Arbeit machen und das Grünzeug zupfen. Und der Roy hat gerade gesagt, dass er bei Obi wohl irgendwie so Kügelchen gesehen hat, die man dazwischen verteilt, dass da nichts mehr wächst.
Genau, ich suche das jetzt und dann gucken wir morgen bei Obi, ob wir sowas finden. Hier stehen schon die Säcke bescheuert. Hier stehen schon die Säcke bereit zum Wegschmeißen. Für den Container halt. Altkleider. Hier stehen Kartons. Die müssen auch ins Auto. Ich glaube, ich mache das später noch. Bring alles ins Auto. Ja, morgen müssen wir ja wieder einkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitfahre. Denn, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, in der Nähe von uns sind wieder ganz viele Corona-Fälle. Also wenn ich mitfahre, dann fahren wir gleich früh um 7, so dass keiner da ist oder nicht so viele. Ich suche gerade meine Schuhe für den Garten. Ach, hier. Ja, weil es ist einfach nur noch nervig. Hier, das alles muss weg. So, ich bin fertig. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist so heiß draußen. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Moment, vielleicht sieht man von hier. Dann kann ich zoomen. Nee, zeige ich euch dann, glaube ich, morgen, wenn wir nach dem Obi, dann kann ich euch ja zeigen, was wir da gekauft haben zum Dingsen, zum Draufmachen, dass nichts mehr wächst. So, mal wieder in der Küche und Selina und ich suchen noch was Essbaren. Morgen muss man einkaufen, wie gesagt. Und deswegen ist nicht mehr viel da. Aber wir gucken mal hier was. Wir haben da Brötchen. Haben wir noch Kaiserbrötchen eigentlich? Warte mal, wir haben doch Pfannkuchen und Bratwürsten. Warum? Ja, ich bin viel da, gell? Wir essen zu viel. Ach so, sag mal. Wir essen. Oh, ich sehe gerade, mein Akku blinkt schon wieder. Na, komisch. Ja, ich werde jetzt mit Selina hier die Pfannkuchen machen und was Schnelles. Wir bearbeiten oben gerade die ganzen Anträge für L-Bank, Familienkasse. Das ist so ein Kuddelmuddel, weil man jeden Ordner was suchen muss. Deswegen mache ich jetzt heute einen Kaffee, der hat Bock auf einen Kaffee. Und wie viel Uhr ist es überhaupt? Ja, wir machen heute gar nichts mehr. Wie gesagt, ich nehme euch morgen auf jeden Fall wieder mit. Denn morgen müssen wir einkaufen und wir müssen kurz zu Action wegen der Kiste und wegen dem Wäschekorb. Morgen ist Action, ich komme ja. Und dann fahren wir beide, wahrscheinlich. Okay. Ja, genau, deswegen verabschieden wir uns von diesem Vlog und danken euch fürs Zuschauen. Tschüss. Das ist auch da. Der hat sein neues T-Shirt an. Okay. Hallo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.